Gut, ich kann hier das Zeug alles abgrasen und hier unten wieder runterkommen. Dann kann ich auch nämlich die Höhle da abgrasen und kann dann wieder zur Stadt zurück. Ich kann sogar könnte sogar theoretisch die Stadt erstmal meiden. Mal gucken wir erstmal, was die Stadt uns anzubieten hat. Oder ich hole mir erstmal die beiden Bären und die drei Bären und das Gold von ihnen. Ja, Sir. Ich. Euer Feind ist mein Feind. Da hinten habt ihr eine Mühle, aber was ist hier in der Nähe der Goldmine? Achso, das ist nur die Goldmine da. Also wir sind ja hier abgebogen. Gehen wir erstmal zur Stadt. Truppen nachfüllen und vielleicht kriegen wir ja auch Erfahrungspunkte. Ja, verkaufen wir erstmal die Nahrung. Dann schnappen wir uns euch und... Was? Wir holen uns neue und dann retten wir den Sohn. Weil große Not über uns gekommen ist, der einzige Sohn des Ältesten ist verschwunden. Er wollte in die Tonnenstadt und dort ist er verschwunden, ja? Wohl an, ihr guten Leute! Warum sind alle so niedergeschlagen? Weil große Not über uns gekommen ist. Der einzige Sohn des Ältesten ist verschwunden. Er wollte in die Totenstadt und dort ist er verschwunden. Traut nicht zu früh, vielleicht ist euer Junge noch im Leben. Ich werde in die Totenstadt gehen und sehen, was ich tun kann. Also, die ist da oben. Und dafür haben wir jetzt auch einen Auftrag. Die Bauern bringen Holz. Okay, der Holzfäller ist ja auch nicht weit. Euer Feind ist mein Feind. Es kann aber sein, dass das Lager hier die Mühle... Die Mühle sieht eigentlich... Wobei, die Mühle ist von hier aus zu erreichen. Also ja, kann es sein, dass das Lager... Truppen schickt. Was auch immer dort hausen mag. Aber ja, die Goldmine ist halt... Hier kommt auch mit Holz angelatscht. Ist auch interessant. Na gut, ihr braucht Holz und Nahrung. Brigantenhöhle. Oh, die ist aber schon kaputt, deswegen ja, liegt hier auch Holz rum. Schade. Damit könnte ich die Bewegungsrate, damit könnte ich meine Scrollgeschwindigkeit und damit könnte ich den Radius, wo ich Mana nicht verliere, vergrößern. Aber brauche ich alles im Augenblick nicht. Ja.
hier halt mit Nahrung versorgen wäre recht wichtig. Aber ich glaube, die holen immer zuerst Holz und Steine für ihre Upgrades. Ich frage mich echt, wo die hinlatschen. Gibt es hier hinten irgendwo noch einen Holzfäller? Naja. Ja, irgendwie glaube ich auch immer, die Städte werden erst richtig aktiv, wenn ich sie finde. Was mich auch gerade irgendwie stutzig macht, ein bisschen ist, warum werden Bildschirmeinstellungen? Nein. Nein. Grafikeinstellungen? Nein. Spieleinstellungen? Nein. Okay. So, das Holz wurde jetzt geliefert. Ob die jetzt Nahrung holen gehen, ist aber auch wieder die Frage. Und warum mir Städte nicht mehr auf der Minimap angezeigt werden, jedenfalls in dieser Mission. Also ja, da geht's in die Stadt der Toten hoch. Gibt's hier hinten noch irgendwas Interessantes? Nö. Oh, ich habe gar nicht geguckt, was das hier sein könnte. Naja, machen wir auf dem Rückweg. Erstmal will ich hier hoch. Weil hier gibt es auf jeden Fall noch Höhlen. Und eigentlich will ich, bevor ich in die Stadt der Toten gehe, ja, die Höhlen hier clearen. Da sind zwei Stück auf jeden Fall. Ja, hätte ich gerne meine Schwertkämpfer zu Paladinen gemacht. Einfach allein schon aus dem Grund, damit sie besser mehr aushalten und gegen Untote besser ankommen. Ach, da oben ist der Steinbruch. Okay. Ja, kleine Skelette. Ja gut, kleine Skelette sind jetzt nicht so die Herausforderung, auf die ich gehofft habe. Gut, dass wir schon mal den Steinbruch dadurch freigeräumt haben. Also ja, hier oben ist nur ein Steinbruch. Vielleicht haben wir ja mit dem Ding mehr Glück. Hier ist eine kaputte Brücke.
Und sonst nichts. Hier hinten könnte noch was versteckt sein. Ja, müssen wir halt alles angucken. Bereit. Ich. Oh, das Ding könnte gut XP bringen, weil es ist eine Monsterhöhle. Wo Höhlenmonster rauskommen. Die großen sind dann noch ein bisschen zäher. Ja, das gibt schöne Erfahrungspunkte. Jawohl, Sir. Stülpenstiefel. Ja. Könnt ihr allerdings jetzt nicht gebrauchen. Also nimm du sie mal. Jawohl, Herr. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Brücke, wo wir gestartet haben. Also wo unser Magierturm ist, da hinten. Wir können unsere Schwertkämpfer aufwerten und in der Stadt der Toten ordentlich randalieren lassen. Okay, ja, sie holen jetzt Nahrung. Ach, hier hinten sind schon wieder Bären. Also jedenfalls einer. Ansonsten ist hier nichts. Hier ist auf jeden Fall noch ein Bär. Und ja, ich weiß, normalerweise sage ich in solchen Spielen immer, dass ich nicht so, also allgemein im Spiel nicht, dass ich nicht so gerne der Tiertöter bin. Allerdings, hier in diesem Spiel versuche ich jedes bisschen Erfahrungspunkte, was ich kriegen kann, mitzunehmen. Weil das Spiel hat doch so seinen Schwierigkeitsgrad. Und das Ganze vereinfacht man eben dadurch, dass man... Die holen wieder Holz. Und die holen
Nahrung. Wahrscheinlich werden jetzt beide anfangen, dann Nahrung zu holen.